Jo, was geht? Ihr schaut Mengs Blog und willkommen zu einer weiteren Review, die erste im Jahr 2016. Hier geht es um die Split EP der Bands Danger Danger und Toleranzgrenze. Viel Spaß! Die Split EP ist auf Spastic Fantastic erschienen, geht ein bisschen mehr als 10 Minuten und Danger Danger liefern 4 Songs, Toleranzgrenze 3 Songs und zeittechnisch wird das eingeteilt in Danger Danger fast 8 Minuten, während Toleranzgrenze ganz knapp die 2 Minuten überschreitet, was schon einiges über die Musik aussagt, aber tatsächlich ja bei beiden Bands. Ich werde das erst so machen, ich werde erst die Danger Danger Blattseite besprechen und dann die Toleranzgrenze-Seite und damit auch beide Bands Songs kriegen, werde ich Songschnipsel dazwischen setzen. Danger Danger liefern extrem angefressenen, extrem gepissten Hardcore im Stile der 80er, Anfang 90er Jahre ab. Richtig schöner Oldschool-Hardcore und bieten textlich extrem gutes, szenekritisches Material. Gerade der Song Punks Can't Dance mit Assholes Get Out of the Pit als wiederkehrender Chorus. Richtig, richtig gut und man stellt mal so einen Punkt klar, dass von Lifestyle vielleicht ein bisschen mehr wieder zur Subkultur werden sollte und dass man tatsächlich mal ein paar Sachen diskutieren sollte und vor allem, dass man sich prinzipiell einfach mal wenigstens ein bisschen anständig benehmen sollte, sodass alle beim Tanzen Spaß haben können. Finde ich richtig cool. Ich finde, alle 4 Songs gehen richtig schön ins Ohr. Noch der kleine Seitenhieb gegen Fußballfans gefällt mir auch persönlich richtig gut. Und ist eine Musik für alle Menschen, die halt wirklich Bock auf ein bisschen szenekritisch haben, die mal bereit sind, sich mit ihren eigenen Stereotypen und mit ihrem eigenen Verhalten vielleicht ein bisschen auseinanderzusetzen und die eben Bock auf richtig asozial krachigen Hardcore haben, der einen einfach nur zumindest ein musikalisches absolutes Brett in die Fresse gibt. Toleranzgrenze dagegen machen ein sehr viel humoristischeres Fass auf, während sie trotzdem eben ähnlichen angepissten deutschsprachigen Punk spielen, beziehungsweise eigentlich auch eher Hardcore-Punk. Es wird gekunst, es wird geschrien, alles auf Deutsch und es ist viel mehr so ein bisschen identitär an der ganzen Sache, was jetzt erstmal sehr humorbefreit klingt, aber man hat unglaublich lustige Skits eingestreut und es gibt einen Song, der heißt Ich stech dich ab und da hat man einfach den ein Skit aus Sinnlos im Weltall genommen, wo Jean-Luc Picard, also beziehungsweise die Neusynchronisierung von Jean-Luc Picard sagt, Junge, ich muss echt mal das Messer wegnehmen, ich liebe es, ich habe es so abgefeiert beim ersten Hören. Und das Ganze hat halt dadurch eine Humorebene mit diesen Skits, die bei anderen Bands total verloren geht, die sonst diesen humoristischen Punk machen. Das wird nicht viele Anhänger finden, weil die Musik an sich sonst trotzdem noch sehr, sehr asozial und rotzig ist und man eben nicht so cool damit irgendwie vor seinen Hipster-Freunden rumposen kann. Mir gefällt's, trifft exakt meinen Humor und deshalb hört euch mal die komplette Platte an. Es gibt die zum Zahl, was du willst, als Download auf Bandcamp. Ansonsten eben als Platte kaufen. Auf jeden Fall reinhören. Bis dahin, haut rein!